Hübi ist wieder da. Nach rund 3 Monaten Zwangspause ist Benny Hübner zurück auf dem Platz, zurück in der Mannschaft, zurück im Profileben. Ein enormer Schritt für den 29-Jährigen, der jetzt endlich wieder lächeln kann. Ich bin im Alltag angekommen, ja, bei 100%, weiß ich nicht, fehlt vielleicht noch ein bisschen was, jetzt gerade etwas erschöpft. Hatte ja ein Testspiel, aber das tut mir alles ganz gut und ich bin froh, wieder da zu sein. Im Sommertrainingslager der TSG in Windischgarsten bekommt Hübner einen Ball an den Kopf. Diagnose: Gehirnerschütterung. Seitdem hat der Innenverteidiger mit Schwindel, Kopfschmerzen und Lichtempfindlichkeit zu kämpfen. Wochenlange Untersuchungen, Checks und Kontrollen bleiben ohne Ergebnis. Hübi darf weder Auto fahren, noch Fernsehen oder telefonieren. An Fußball ist schon gar nicht zu denken. Stattdessen absolute Ruhe. Und das schon seit Anfang August. Dass das wahrscheinlich die schwierigste Zeit meiner Karriere war, brauche ich keinem zu sagen. Das hat man, denke ich, mitgekriegt. Einfach nicht zu wissen, was ist und nicht zu wissen, wann man wieder zurückkommt, das ist, glaube ich, eigentlich das Schlimmste daran. Gerade Familie und Freundin, und das ist schon das Wichtigste in so einer Phase, dass die einem Halt geben. Ich wusste es vorher eigentlich schon, wie wichtig sie für mich sind, aber das hat es nochmal gezeigt. Benjamin Hübner ist ein Kämpfer. Ein Kämpfer, der lange zum Zuschauen verdammt war, bis jetzt. Im Team ist Hübi schon wieder voll angekommen. Jetzt gilt es, sich langfristigere Ziele zu setzen, oder? Nicht so langfristig, weil ich halt kurzfristig wieder da sein will. Ich bin wieder im Mannschaftstraining, ich bin wieder heiß und fühle mich von Tag zu Tag besser. Und ich warte einfach nur drauf, bis ich wieder auf den Platz kann. Lange wird das hoffentlich nicht mehr dauern. Der größte Schritt ist schließlich schon getan. Hübi ist wieder da.